Der Sound dazu, der ist super klasse. I have that there because when you're with a client, remember you're with the client. Ich habe das hier, weil es darum geht, sich zu erinnern, wirklich ganz präsent zu sein, wenn man mit einem Klienten ist. You're not on the telephone. You're not thinking about dinner tonight. Man ist nicht am Telefon, man überlegt sich nicht, was es heute Abend zu essen geben soll. You're absolutely with the client, focused solely with the client. Sondern ist absolut bei dem Klienten, ganz auf ihn oder sie konzentriert. When I'm with them, focus on my performance and their needs and how it affects them. Wenn ich mit ihnen zusammen bin, dann liegt der ganze Fokus auf meiner Performance, das, was ich ihnen gebe und ihren Bedürfnissen und wie das Ganze auf sie wirkt. Because different people you see have very different needs. Weil die unterschiedlichsten Menschen haben die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Find out what their specific needs are. Finden Sie heraus, wie die spezifischen Bedürfnisse dieser Person beschaffen sind. If you are feeling better, what would it mean? Wenn Sie sich besser fühlen würden, was würde besser für Sie bedeuten? Could you enjoy more time with your children, with your grandchildren? Würde das heißen, mehr Zeit mit den Kindern genießen zu können, mit den Enkeln? Would it make your work easier? Würde das die Arbeit erleichtern? Find out what the key area or areas are that they're coming to see you for. What is behind the big picture? Finden Sie heraus, was die zentralen Bereiche sind, die zentralen Punkte, aufgrund derer jemand zu Ihnen kommt. Was steckt dahinter, so als umfassenderes Bild? Yeah, it would be good if you could read it. To stay young, the doctor said to exercise and eat right foods. What? I thought he said accessorize and buy nice shoes. Also auf der linken Seite sagt die eine Frau zur anderen, um jung zu bleiben, sagt mir der Arzt, soll ich mich viel bewegen und das Richtige essen? Was? Sagt die andere. Und dann auf der rechten Seite, ich habe gedacht, er hat gesagt Zubehör und nette Schuhe. Accessoires und nette Schuhe. Could the AV sound man come and work with my computer while I'm speaking? I would like that. Could you ask him to come? Das wäre toll, wenn der Soundmann mal kommen könnte und an dem Computer rumbasteln. Vielleicht kriegen wir das mit dem Sound ja doch noch hin. I would really Währenddem ich rede, noch weiter am Sound basteln, ginge das? Would you tell him the sound was working when I started? We tested it also. Weil ich hatte den noch getestet, den Sound. Vorher hat er auch noch funktioniert, von daher. See, often what we say to clients, they don't necessarily hear. Also oft hören die Klienten nicht unbedingt das, was wir ihnen sagen. Is that you? Erkennen Sie sich darin wieder? Sometimes people just want what they want. Manchmal wollen Leute einfach, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. So be specific. Seien Sie also da genau. Remember that the systems you create only support the practice. They don't drive it. That's up to me. That's up to you. Und denken Sie daran, die Systeme, die unterstützen die Praxis nur. Die sind nicht der Motor dabei. Der Motor, das bin ich selbst. We need outstanding systems to free us up as a practitioner. Wir brauchen herausragend funktionierende Systeme, damit wir den entsprechenden Freiraum gewinnen als Practitioner. And then we can concentrate all our healing powers. Damit wir uns ganz auf unser Heilvermögen, unsere heilenden Kräfte konzentrieren können. Often people say, two people have the same training, one is very busy, one is struggling. Und oft kommt die Frage, da haben zwei Leute die gleiche Ausbildung gemacht und der eine hat unheimlich gut zu tun und der andere hat zu kämpfen. We had for several years many doctors come to our practice because it was a huge practice and exceptionally busy, and they wanted to see how we could be so busy. What did we do so we could care for so many people?
Wir hatten die Situation mal, dass wir eine große, sehr gut laufende Praxis hatten und jahrelang sind viele Ärzte gekommen und haben sich angeguckt, was sie sich davon denn abgucken könnten, weil unsere Praxis so sehr gut lief. And it was due to the systems. The systems were so good and extensive that it then freed us up to be the best doctors we could and focus solely on each client's individual needs. Und da waren es die Systeme, die so gut waren und so umfassend, dass wir alle Energien frei hatten, dafür wirklich bei dem einzelnen Klienten zu sein und uns ganz auf dessen Bedürfnisse zu konzentrieren. People, read your actions before listening to your words. Menschen beobachten, wie du handelst, bevor sie sich deine Worte anhören. So make sure your actions are clear. Und von daher ist es wichtig, dass das eigene Handeln auch klar rüberkommt. Make sure they're loving and caring. Dass dieses Handeln von Liebe und von Fürsorge geprägt ist. Passionate. Dass er aus Leidenschaft spricht. And highly focused on the client's needs. Und dass ein ganz starker Fokus auf den Bedürfnissen der Klienten ruht. The thing that people like to hear is their name. Das, was Leute gerne hören, ist ihr Name. Work at remembering names of your clients as Merken fast Sie sich as you can. Die Namen Ihrer Klienten, soweit Ihnen das möglich ist. At least he had a backup system, eh? Zumindest hat er noch ein Backup-System gehabt, so für einen Notfall. Belief, acknowledgement, congruency are keys to your practice success. Der Glaube daran, dass die Würdigung, die innere Übereinstimmung, das sind Schlüssel zu einer erfolgreichen Praxis. Your belief has to be rock solid. Bang, Sie müssen bang. Wirklich felsenfest glauben, von was überzeugt sein. You have to be so strong in your belief that what you're doing will make a total difference to that client. Sie müssen unverbrüchlich glauben, dass das, was Sie tun werden, also wirklich den großen Unterschied ausmachen wird für Ihren Klienten. They need to receive that. Das muss ankommen bei der Person. And always acknowledge what the client is doing, where the client is going, and acknowledge everybody who's supporting you in caring for your clients. Und würdigen Sie mal alles, was die Klienten tun, alle Schritte, die die Klienten unternehmen, und würdigen Sie auch alle, die Sie unterstützen bei der Sorge für Ihre Klienten. If you're a practitioner and you're delivering care, make sure you're also a participant who's receiving care and your family is receiving care. Be congruent. Und wenn Sie eine Praxis haben und Sie sind in der Rolle dessen, der anderen Fürsorge angedeihen lässt, schauen Sie, dass Sie selber auch diese Fürsorge erfahren und dass Sie die auch Ihrer Familie geben, sodass das sich innerlich deckt, dass es da keine Widersprüche gibt. It's important to relate, but not necessarily explain. Es ist wichtig, eine Beziehung aufzubauen, aber nicht unbedingt zu erklären.